Hoppala, hallo zur nächsten Session. Die kommt aber nicht von mir, sondern vom Sven Döring. Jetzt warte ich vielleicht noch kurz, bis ein paar Leute kommen, bevor es losgeht. Gut. Okidoki. Okay, es ist so, der nächste Vortrag, Numbers, die Zahlen richtig sprechen lassen, vom Sven Döring. Der Sven hat uns den Vortrag als Aufzeichnung bereitgestellt, weil er jetzt aktuell nicht live da sein kann, aber er wird gegen Ende des Vortrags, wird er dann live dabei sein und kann dann auch Fragen beantworten. Vorab vielleicht noch so viel. Ich glaube, ich muss zum Sven gar nicht groß viel was sagen, weil er hat in seiner Vorstellung eine kleine, ein, zwei Vorstellungsfolien eingebaut. Deshalb würde ich jetzt sagen, ich rede nicht lang rum. Ich starte jetzt mal das Video vom Sven. Das braucht jetzt irgendwie kurze Zeit und dann schalte ich mich mal, meine Webcam mal aus. Moin und hallo und willkommen zu meinem Vortrag Numbers, die Zahlen richtig sprechen lassen. Ich freue mich, dass ihr da seid, mir eure Zeit schenkt und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen was zurückgeben. Und ihr gewinnt ein bisschen was darüber, wie wir zu sinnvollen und wie vor allem wertschaffenden KPIs kommen, wie wir sie lesen und wie wir sie vor allem zum Sprechen bringen können. Kurz vorab ein paar Worte zu mir. Ich verspreche, ich fasse mich kurz. Und ja, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Also kurz zu mir. Zwei Seelen, zwei Welten. Das ist ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass ich früher, ganz, ganz früher mal Germanistik und Geschichte studiert habe. Mein Abi-Schwerpunkt irgendwie Bio und Physik war und ich schon immer das Empirische und das Storytelling irgendwie in mir drin hatte und mochte. Und deswegen habe ich früher irgendwie Goethe und heute Daten interpretiert. In meinem Hauptjob bin ich Principal Data Analyst bei einer großen Agentur, Accenture Song. Ich bin aber heute nicht als Vertreter von Accenture da, bin nicht in keinster Weise irgendwie Vertreter, also keiner meinen Arbeitgeber, sondern bin ganz, ganz privat, beziehungsweise als nebenberuflicher Freiberufler hier, als nebenberuflicher Freiberufler unter dem Label Moorwalz in Döring helfe ich kleineren und regional, lokal verwurzelten Betrieben dabei online und offline zu wachsen. Ich sage immer natürlich in Klammern online wachsen. Da unterstütze ich also ganz viele Marketing und bei der Marketing-Automatisierung, betreibe Conversion-Optimierung bei Online-Shops und Webseiten und baue auch die ein oder andere Webseite, den ein oder anderen Online-Shops. Ansonsten hat es mich vor roundabout 15 Jahren aus dem südostdeutschen Raum nach Norden verschlagen, bin jetzt in der Nähe von Hamburg gelandet und wohne also im schönen Schleswig-Holstein, knapp nördlich von Hamburg. Ansonsten gehören noch so ein paar andere Aspekte zu mir als Person. Zu mir als Person gehört, dass ich unheimlich gern mit meinen Händen arbeite. Hier mal am Beispiel von Schriftsatz und Druckerei. Ich koche gern, gutes Essen liebe ich und das liegt auch ein bisschen daran, dass meine bessere Hälfte mich vor einigen Jahren oder inzwischen auch schon deutlich mehr als 10 Jahren mit dem Virus für historische Obst- und Gemüsesorten angesteckt hat. Und wer also mal irgendwie Bock hat, ihre 100 roundabout 100 oder sind es dieses Jahr nur 80, egal, ihre 80 bis 100 Tomatensorten zu sehen und auch mal die ein oder andere im Sommer vielleicht zu probieren. Also wenn ihr in der Nähe von Hamburg seid, sagt mal Bescheid, findet sich sicherlich ein Weg. Und last but not least, wir sind im Internet, es müssen Katzen rein. Wir sind aber auch, meine Freundin und ich, Katzenpflegestelle. Das heißt, wir sind aktiv im Tierschutz tätig und kümmern uns darum, dass Straßenkatzen bei uns ein temporäres Zuhause haben, bis sie irgendwie aufgepäppelt sind, wenn sie verletzt sind oder ein bisschen an Menschen gewöhnt sind, wenn sie scheu sind, sodass sie dann vermittelt werden können und ein endgültiges Zuhause bei einer möglichst lieben Familie finden. Das war's dann aber auch und nun möchte ich gern erzählen, was wir heute so tun. Das Intro, da sind wir gerade mittendrin. Es geht ja darum, dass wir wertschaffende Erfolgsindikatoren, also KPIs entwickeln und wie wir die sprechen machen. Das geht, finde ich, am besten an einem Beispiel. Aus gutem Grund heute ein fiktives Beispiel. Erzähle ich euch ein bisschen was dazu, was sozusagen die Story hinter diesem Vortrag ist und an der wir uns langhangeln. Dann an dem Beispiel langhangeln wir uns dazu, wie wir zu KPIs kommen, wie wir die gewinnen und wie wir dann mit denen
umgehen, vor allen Dingen aber auch, was sind KPIs und wie kontextualisieren wir die eigentlich? Also was brauchen wir drumherum, um so eine KPI noch, um sie besser verstehen zu können? Wie nutzen wir sie als Zielgröße, beziehungsweise was wäre, wenn, um auch mal in die Zukunft zu gucken? Dann mein Lieblingsaspekt, es kann nur eine geben, die, ich nenne sie immer Highlander KPI. Ihr werdet im Laufe des Vortrags merken, warum ich so ein Freund davon bin, möglichst wenig, idealerweise nur eine einzige KPI zu haben. Das hat gute Gründe, ihr werdet es sehen, ich werde öfter darauf eingehen. Ich hoffe nicht zu oft, aber es ist für mich ein persönlich wichtiger Punkt, den ich immer gerne betone. Und ganz am Ende haben wir dann noch Zeit für eure Fragen und ich freue mich darauf, von euch zu hören und Fragen, Anmerkungen, Wünsche beantworten zu können, hoffentlich. Also lasst uns einsteigen. Unser fiktives Beispiel. Ich wollte es ein bisschen greifbarer machen als nur trockene Theorie und deswegen habe ich mir überlegt, wir nehmen uns für den heutigen Vortrag als Beispielunternehmen ein Restaurant. Ich kann leider keine meiner KundInnen individuell benutzen, weil ich da vielleicht doch ein bisschen viel über irgendein spezielles Unternehmen erzählen müsste sonst. Deswegen habe ich verschiedene KundInnen und verschiedene Restaurants vermixt, in den Topf geworfen, mehrfach umgerührt, aufkochen lassen, noch ein bisschen Salz drüber gestreut. Und so kommen wir heute zu unserem Beispiel. Die Zahlen sind also nicht von einem konkreten Restaurant. Die Zahlen orientieren sich an der Erfahrung von mehreren und sind fiktiv. Das heißt, Ähnlichkeiten zu bestehenden Restaurants sind daher reiner Zufall. Ich möchte ein bisschen Kontext geben, ein bisschen das Restaurant als Bild malen. Stellt euch einen kleinen Laden vor, der 10, 12 Tische hat. Philosophie ist konsequent, regional, nachhaltig und handgemacht. Nahezu alles, was es in dem Restaurant gibt an Zutaten, an Essen, kommt aus der Region. Selbst die Teller und das Geschirr sind von einem lokalen Künstler gestaltet und gemacht. 95% der Zutaten kommen aus dem Umkreis von kleiner 70 Kilometern, 60% ungefähr kommen aus dem Umkreis von 30 Kilometern. Das Restaurant ist in einer größeren, mittelgroßen bis großen Stadt. Egal, ob das jetzt Hamburg, Frankfurt, Berlin, München ist, es könnte auch Dortmund sein, es könnte auch Nürnberg sein. So von der Größe würde das funktionieren, was die Zielgruppe betrifft. Es wird so viel wie möglich handgemacht. Es steckt unheimlich viel Handarbeit drin. Das Brot wird selber gebacken. Es wird selbst geräuchert, es werden Sachen eingemacht. Wenn geerntet wird, man hat einen eigenen großen Garten, eine eigene Feldparzelle, wenn geerntet wird und es ist zu viel für den direkten Verbrauch, wird es fermentiert oder eingekocht, um es dann im Winter noch zur Verfügung zu haben. Und alles, was man tut, ist irgendwie auf Nachhaltigkeit ausgelegt. Und es geht so weit, dass man sogar ein nachhaltig und sozial faires Klopapier benutzt. Goldeimer, für die, die es interessiert. Kann man mal googeln, ist eigentlich eine coole Marke. Genau. Weiter noch ein paar kleine fiktive Fakten. Aufgrund der Nachhaltigkeit und des Nachhaltigkeitsgedankens hat man sich dazu entschieden, möglichst auf Reservierung zu setzen, mindestens im Abendgeschäft, weil das für eine höhere Planbarkeit sorgt und man kocht nicht irgendwie, bereitet nicht zu viel vor, muss nicht am Ende irgendwie was entsorgen, was dann nicht mehr nachhaltig wäre. Das macht es aber in der Kommunikation ein bisschen schwieriger. Also dieser Reservierungsgedanke ist teilweise noch nicht so angekommen. Mittagsgeschäft hat man eher die Laufkundschaft. Das ist halt so, aber da sehen wir auch, das ist trotzdem etwas planbarer. Der Mittagstisch ist günstiger natürlich. Er ist auch irgendwie als Marketingkanal gedacht. Leute aufs Restaurant aufmerksam machen, die in dem Umfeld arbeiten, dass sie abends vielleicht auch mal wiederkommen und sich dann mehr Gänge im Abendmenü gönnen. Und gleichzeitig auch, weil es halt Firmenkunden sind, auf das Catering bzw. die Firmen-Events aufmerksam machen. Das ist so die Idee. Man ist inzwischen profitabel im dritten Jahr. Es ist keine Goldgrube, das Geschäft läuft. Aber die Auslastung könnte natürlich höher sein, gerade außerhalb der irgendwie großen Feiertagsstoßzeiten. Genau. Das war's zu unserem konkreten oder fiktiven Beispiel. Wie kommen wir jetzt zu guten und wertschaffenden KPIs? Und das mag jetzt ein bisschen No-Brainer sein und vielleicht ist es auch ein Allgemeinplatz, aber wir stellen viele Fragen und dann noch ein paar mehr. Einfach mit dem Hintergrund, dass wir das
Geschäft unserer Kunden oder im besten Fall auch unser eigenes möglichst gut verstehen wollen und uns so wenn es unser eigenes Geschäft ist, idealerweise so einen Schritt neben uns stellen und uns selber dabei beobachten, als wären wir unser eigener Unternehmensberater. Fragen, Fragen, Fragen. Kommen wir auch gleich drauf, was eine Methode dazu ist, weil ich muss die Motivation, die Ziele, die Wünsche meiner Kunden kennen oder meiner eigenen. Ich muss auch die Ängste kennen. Muss wissen, wo will ich hinaus, was will ich auf keinen Fall, wo in welche Richtung kann ich steuern. Wenn ich das weiß, dann finde ich aus diesem Amalgamat von Zielen und Wünschen auf jeden Fall auch irgendwie eine KPI. Was irgendwie wichtig ist, das findet sich, das werden wir gleich sehen. Wie mache ich das? Die Macht der fünf Warums. Die Methode mag ich unheimlich gut. Fünfmal warum, hat ein bisschen was von dem kleinen Kind, das ich vielleicht selber auch mal war. Ich kann das weder bestätigen noch verneinen, dass ich so war und ganz oft warum gefragt habe, aber was willst du erreichen? Ja, fragt man einen fiktiven Gastronomen, dann sagt er, ich will mehr Gäste. Okay, das ist eine Antwort, könnte ich jetzt nehmen, werden wir lustigerweise auch gleich als hypothetische erste KPI nehmen, um zu gucken, ob die taugt. Aber trotzdem frage ich, warum? Warum mehr Gäste? Naja, ich will mehr Gäste, weil ich eine höhere Auslastung haben möchte in meinem Laden. Okay, höhere Auslastung. Ja, warum Nummer zwei? Warum eine höhere Auslastung? Ja, damit ich höhere Umsätze habe. Okay. Warum Nummer drei? Warum höhere Umsätze? Ja, höhere Umsätze deshalb, weil ich das Verhältnis von meinen Fixkosten zu meinem Umsatz optimieren möchte. Ich möchte besseres Fixkosten-Umsatzverhältnis haben. Okay, verstehe ich. Warum ist das so wichtig? Ja, ich würde gern mit einem besseren Fixkostenverhältnis könnte ich es rechtfertigen, einen neuen Koch einzustellen. Okay, möchtest du einen neuen Koch einstellen? Warum möchtest du einen neuen Koch? Naja, jetzt sind wir bei Nummer 5, ne? Warum möchte ich einen neuen Koch? Ich möchte mehr Zeit für strategische Gedanken wieder haben. Ich möchte den Laden weiterentwickeln. Ich möchte mit der Zeit gehen. Ich möchte noch besser, noch tiefer in meinen Werten, was Nachhaltigkeit betrifft, rein. Und das kann ich nicht, wenn ich selbst 70, 80 Stunden im Tagesgeschäft pro Woche arbeite. Das heißt, ich muss stärker raus aus dem Tagesgeschäft, dafür brauche ich einen neuen Koch und dann kommen wir eben zurück. Okay, das heißt, ich habe jetzt also neben einer potenziell messbaren Metrik oder vielleicht sogar einer KPI mehr Gäste, habe ich jetzt auch Hintergrundwissen. Ich habe zusätzliche Kontextzahlen, also die Auslastungshöhe, das Verhältnis von Fixkosten zu Umsatz, das sind potenzielle Kontextmetriken schon mal im Hinterkopf behalten. Und ich habe aber auch den Wunsch, der dahinter steckt, dass mein Kunde möglichst mehr Zeit strategisch investieren möchte. Das heißt, wenn ich jetzt Wege finde, wie ich mehr Gäste ins Restaurant bekomme, das meinen Kunden aber 20, 30 Wochenstunden kostet, dann gewinnt er nichts, weil er zwar einen Koch einstellen kann, aber trotzdem die ganze Arbeit darauf verwendet, mehr Gäste ins Restaurant zu bringen und dann auch wieder keine Zeit hat, strategisch zu arbeiten, sondern dann im Marketing-Tagesgeschäft drin ist. Das würde mir also nichts nützen, das würde ihm auch nichts nützen oder ihr. Und deswegen ist das so ein Hintergedanke, okay, das schränkt die Möglichkeiten nachher ein, wenn es darum geht, was können wir strategisch tun. Darum soll es heute aber nicht gehen. Das ist nur so eine Anmerkung. Das habe ich ja schon immer wieder mal angedeutet, Kontextmetriken. KPIs, ja, ich sage mal, mit einer KPI an sich ist es nicht getan. Denn oft helfen dir die nur im Handlungsempfehlungen zu generieren, wenn du einen Kontext hast, wenn du sozusagen drumherum was hast. Schönes Beispiel dafür finde ich immer ist die Conversion Rate im E-Commerce. Wenn ich die E-Commerce Conversion Rate betrachte und mich jemand fragt, kannst du die steigern? Dann sage ich, ja, das ist überhaupt kein Problem, gib mir 2 Tage und du hast eine mindestens doppelt so hohe E-Commerce Conversion Rate. Das wird dir aber nichts nützen, weil wenn ich deine Preise alle auf Null setze und du auch noch kostenfrei versendest, werden ganz, ganz viele Leute in deinem Online-Shop zwar bestellen, aber du machst bei jeder Bestellung Verlust. Das ist nicht im Sinne des Shop-Betreibers in den allermeisten Fällen. Und deswegen ist die KPI Conversion Rate auch nur ohne irgendeinen Kontext relativ hilflos, was die Steuerung betrifft. Wenn ich eine Kontextmetrik dazu, durchschnittlichen Bestellwert oder durchschnittlichen Kundenlebenswert, also Customer Lifetime Value, dann kann ich damit schon besser steuern und kann die
ins Verhältnis setzen, Conversion Rate Steigerung und kann gucken, ob ich damit den Umsatz auch verbessere oder auch nicht. Deswegen brauche ich Kontextmetriken. Das sind also Kennzahlen, die mir helfen, die KPI und die Entwicklung der KPI besser einzuteilen. Schönes Beispiel auch, wir sind auf der Mautic-Konferenz. Im E-Mail-Marketing ist sowas wie die Open Rate und die Klickrate. Wir zum Beispiel als großes Unternehmen in meinem Hauptjob, da werden alle Mails automatisch gescannt, wenn die ankommen, werden geöffnet, werden gescannt, alle Bilder werden von dem Server heruntergeladen, nicht von mir als Client, werden validiert und auch allen Links wird einmal gefolgt. Das heißt, alle Links werden einmal geklickt und es wird geguckt, ob das irgendwelche Spam-Seiten sind. Das heißt, in meinem Fall, die versaue ich immer allen Leuten die Öffnungsrate. Und wenn du viele solche Kunden oder E-Mail-Empfänger hast wie mich, also mit einer Corporate-E-Mail-Adresse, dann kann dir das halt passieren, dass deine Öffnungsrate und deine Klickrate überproportional hoch sind und du aus denen nicht mehr viel lesen kannst. Kontextmetrik wäre dann, passiert irgendwas, kommen die Leute auch wirklich an oder ist das nur ein Skript, das das klickt oder handeln die Leute auf der Webseite dann wirklich, sind es qualifizierte Besuche, die aus diesen Klicks entstehen. Das wäre dann so eine Kontextmetrik, um vielleicht auch vergleichbar zu machen zu anderen E-Mail-Empfängerlisten, wo weniger Corporate-Kunden drauf sind. Und jetzt kommen wir wieder zu der berühmt-berüchtigten Warnung. Ihr werdet auch gleich konkret sehen, was das Problem ist und warum. Brauchen wir noch so zwei, drei Folien. Aber ich sage mal, KPIs sind wie kleine Hundewelpen. Erstens kann man sich das Bild, glaube ich, ganz gut merken. Aber Hundewelpen sind eine Herausforderung und KPIs auch. Und wenn man mehrere Hundewelpen hat, sind das mehrere Herausforderungen und bei KPIs ist das eben ähnlich. Ich hatte mal eine Kundin, das hat relativ lange gedauert, die wollte im Gespräch unbedingt, meinte, 20 Zahlen, das sind so ihre Zahlen, nach denen sie alles steuert. Und dann hat es mehrere Runden gedauert und ich habe ihr das dann irgendwann nahebringen können, dass 20 vielleicht ein bisschen viel ist. Wir sind dann auf weniger gekommen und ihr werdet gleich sehen, warum weniger oft mehr ist. Weil, was ist das Problem mit Hundewelpen? Was ist das Problem mit KPIs? Hundewelpen sind total süß und kuschelig. Und ganz ehrlich, man mag nicht nur einen. Die findet man immer süß. Bei Katzen geht es mir so ähnlich wie bei Hundewelpen. Ich mag beides sehr, sehr gerne. Und Kitten sind auch immer total toll. Hundewelpen brauchen echt Training, um stubenrein zu werden. Dass sie eine Stubenreinheit gewinnen. Man muss ganz oft mit denen Gassi gehen, weil die halt kleine Blase, die können sie noch nicht so lange anhalten. Da muss man öfter raus. Die knabbern echt alles an. Brauchen viel Erziehung, brauchen viel Aufmerksamkeit, und fressen echt viel. Erstaunlich, was so ein Hundewelpe fressen kann oder auch so ein kleines Kätzchen übrigens. Aber ja, die sind im Wachstum, da muss viel Energie rein, da will viel verdaut werden. KPIs sind aufwendig, die muss man definieren. Ganz oft setzen sie sich aus mehreren Zahlen als kalkulierte KPI zusammen. Dann muss man dokumentieren, wie man die kalkuliert. Dann muss man prüfen, dass sich die zugrunde liegenden Metriken nicht irgendwie im Laufe der Zeit verändern. Dann muss man gucken, gibt es irgendwie Einflussfaktoren, die außerhalb meiner Kontrolle liegen, die Einfluss auf diese KPI haben, sowas wie Weihnachtsgeschäft, sowas wie Saisonalitäten, sowas wie im Tourismus, dass der Januar der buchungsstärkste Monat ist. Man muss immer regelmäßig prüfen, ob die noch mit dem eigenen Geschäftsmodell, mit den klassischen Geschäftszahlen korrelieren und dadurch auch eine rein wirtschaftliche Steuerungsgröße sind. Und so sieht man schon, dass eine KPI aufwendig ist und daher verlockend, mehr als eine zu haben, verlockend, mehr als drei zu haben, aber genauso viel Aufwand wie bei Welpen und deswegen vorsichtig, weil sonst könnte es böse enden oder so wie bei uns damals während der Pandemie mit Kätzchen. Auf dem Bild fehlen übrigens vier oder fünf, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Also von den Kiddies sind es zwei, drei, vier, mindestens vier fehlen. Das lag daran, dass wir zu dem Zeitpunkt aufgrund von einer Krankheit eine andere befreundete Pflegestelle auflösen mussten, weil die sich nicht kümmern konnten. Gab es halt einen Krankheitsvorfall. Und deswegen hatten wir kurzzeitig ganz, ganz, ganz viele, bevor wir die weiterverteilen konnten, noch andere Pflegestellen. Und dann sieht es halt im Worst Case mal so aus. So viel zum Thema Cat Tax im Internet. Die ist jetzt auch mehr als erfüllt. Weiter zur Frage, wie macht man das jetzt eigentlich konkret? Genau. Mehr Gäste hatten wir ja gesagt, ist die hypothetisch vielleicht gute KPI. Wenn ich mir die Zahlen, wir kommen in der nächsten Folie auf die fiktiven Erfolgszahlen unseres Unternehmens, also des Restaurants, angucke, dann sehe ich, wir könnten die Auslastung
etwa um 29% steigern oder wie ein früherer Chef in einem früheren Unternehmen, wo ich mal war, immer gesagt hat, 30% gehen immer und ja, diese Klischees gibt es auch heute noch. Aber zurück zum Restaurant. Im Restaurant sehen wir, wenn wir uns die Zahlen gucken, wir haben irgendwie knappe 78% Auslastung, was schon gar nicht so schlecht ist. Gäste sind im Schnitt pro Tag 62 da. Ich habe ja gesagt, es ist ein nicht so allzu großer Laden. Durchschnittlicher Umsatz pro Gast liegt bei knapp 64 Euro, Fixkosten knapp unter 50% und die Umsatzrendite, ja okay, die liegt bei unter 10%. Man sagt in der Gastro so irgendwas zwischen 10 und 15% sollte mindestens angepeilt sein. Über 15% ist eigentlich cool, wenn man das schaffen sollte. Ist aber eben immer die Frage, wie hoch ist der eigene Anspruch an die Qualität der eingekauften Rohware? Wie hoch sind die Energiekosten gerade? Da sind so einiges an Faktoren drin. Genau. Könnte man meinen, sieht doch gut aus. Wir haben unsere Zahlen, wir haben Anzahl Gäste plus 4, also entweder nehmen wir die Auslastung oder die Gäste als totale Zahl plus die 4 umgebenden Kontextmetriken. Sieht gut aus. Aber sind jetzt alle Gäste gleich? Muss man ja mal nachdenken. Ich habe mal irgendwo gelesen, der Durchschnitt lügt. Sinngemäß könnte man das jetzt Mark Twain zuschreiben. Dem wird ja gern das Zitat zugeschrieben, gesagt zu haben, es gäbe drei Formen der Lüge. Lügen, verdammte Lügen und Statistik. Damit wären wir übrigens bei der vierten Form der Lüge, falsch attribuierte Zitate, weil das hat Mark Twain so nicht gesagt. Das hat Mark Twain gesagt, selber jemandem zugeschrieben, nämlich einem früheren britischen Premier Benjamin Disraeli, der das nachweislich aber so auch nie gesagt hat. Und deswegen liegt der Attributionsfehler an der Stelle schon bei Mark Twain. Und im Internet heutzutage heißt es immer, das Zitat kommt von Mark Twain, wird ihm also als Erfindung zuattribuiert, was auch nicht stimmt. So viel zum Thema alles irgendwie nicht so richtig. Lassen wir uns aber, bevor ich weiter abschweife, mal wieder zurück zum Thema. Ja, man kann mich mit so Zitaten immer unheimlich gut Nerds snipen. Das funktioniert immer gut. Aber zurück zum Thema. Was helfen uns also so durchschnittliche Metriken eigentlich? Wenn wir mal ein bisschen genauer hinschauen, wir haben ja vorhin davon gesprochen, oder ich habe davon gesprochen, dass wir mindestens zwei Segmente haben, nämlich den Mittagstisch und den Abendservice. Jetzt habe ich die Zahlen einmal genommen, habe einmal aufgegliedert. Wie sieht denn die Auslastung aus? Pink ist der Mittagstisch, schwarz ist der Abendservice. Pink ist die Auslastung mit irgendwie 35 von 40 möglichen Gästen am Tag schon doch recht hoch. Kann man zwar auch ein bisschen steigern, aber es wird da oben natürlich schon schwer. Im Vergleich dazu, im Abendgeschäft hat man irgendwie 27 von 40 Gästen. Dafür ist aber der Umsatz pro Gast am Abend viermal so hoch wie im Mittagsbusiness. Aber, und das wird unten ganz spannend, wenn man auf die Umsatzrendite guckt, im Mittagsgeschäft machen wir Verlust pro Gast. Das heißt, der durchschnittliche Umsatz von 27,94 ist nicht kostendeckend. Knapp. Und wenn man jetzt sagt, okay, das ist ein Marketingkanal, ich gebe dafür sozusagen Geld aus, damit die Leute abends wiederkommen, dann ist es auch vielleicht ein gerechtfertigter Verlust. Aber eben, man muss es wissen, man hat hier einen Verlust. Und es wäre natürlich schön, wenn mindestens kostendeckend wäre und man bei einer schwarzen Null wäre. Wäre ja schön. Heißt aber auch, mehr Gäste als KPI, Anzahl der Gäste pro Tag im Durchschnitt. Wenn ich jetzt schon bei zwei Segmenten bin, habe ich jetzt schon insgesamt 10 Metriken, auf die ich gucke, als Kontext. Das heißt, eine KPI, 10 Kontextmetriken und das sind jetzt nur zwei Segmente. Wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, Online-Shop, dann habe ich meistens mindestens so 3, 4 verschiedene Segmente, verschiedene Arten von KundInnen, also EndkundInnen. Da muss man sich dann die Frage stellen, reicht das schon? Reicht es vielleicht auch schon für das Restaurant, was wir hier haben? Und haben wir schon tief genug gegraben. Wir könnten uns jetzt die gleichen Zahlen, also beispielsweise für unterschiedliche Zielgruppen anschauen. Wir könnten die gleichen Daten erheben fürs Catering, das wir anbieten, oder für die Firmen-Events. Wir könnten gucken, die gleichen Zahlen uns anschauen für neue Gäste, für wiederkehrende Gäste und für Stammgäste. Also Stammgäste sind dann Gäste, die irgendwie 4, 5 oder vielleicht öfter da, mal oder öfter da waren. Das heißt, wir hätten hier jetzt theoretisch noch 5 weitere Segmentierungen, auf die man sich diese Kontextmetriken angucken könnte. Dann wären wir jetzt schon irgendwie bei 25 Metriken.
zu einer KPI. Und das guckt man sich dann, ne, so eine Besucher-Gast-Journey ist im Grunde nichts anderes als ein Funnel in, im E-Commerce. Man hat irgendwie ganz außen eine Zielgruppe, man hat dann Kontakte, Besucher auf der Webseite, die hoffentlich sich für eine Reservierung entscheiden, die dann reservieren, Gäste werden, vielleicht wiederkehrende Gäste, wenn wir sie mit dem Service überzeugen können, und vielleicht Stammgäste, wenn wir sie mit unserem Service und unserer Küche total gut überzeugen können mit der Zeit. Das heißt, wir haben hier so einen Funnel und an dieser in diesem Funnel, an gerade der vorderen Seite des Funnels, der also weit oben im Funnel, wenn wir den als Trichter auf den Kopf stellen würden, hätten wir dann so die Akquise von neuen Gästen über Social Media, über Ads, über Buchungsplattformen. Weiter unten im Funnel hätten wir sowas wie Kontaktaktivierung oder bestehende Gäste zu wiederkehrenden Gästen zu machen. Sowas wie Marketingautomatisierung mit Mautic. Ne? Wenn wir schon auf der Mautic-Konferenz sind, passt das ja ganz gut. Das heißt, aber jeder dieser Kanäle hat ja auch wieder eigene Metriken, eigene kontextbasierte Metriken und KPIs könnte man es nennen. Und für jeden dieser Kanäle kann ich auch wieder die entsprechende 4, 5 Metriken, die wir uns gerade angeguckt haben, anschauen. Das heißt, alles, was ich da tue im Marketing, muss ich wiederum auf meine KPIs zurückrechnen oder in dem Fall auf meine KPI. Wir sind immer noch bei der KPI mehr Gäste. Wie gewinne ich mehr Gäste? Wo finde ich also meine Zielgruppe? Machen wir das mal am Beispiel konkret. Paar der Kanäle aufgemalt und erstmal ganz pauschal mehr Gäste. Da hätte ich jetzt schon die Möglichkeit zu sagen, okay, bleiben wir mal im digitalen Bereich. Dann habe ich sowas wie Online-Werbung. Ich brauche Offline-Werbung. Ich habe natürlich auch Leute, die draußen vorbeigehen, sehen mein Schild und finden irgendwie meine Aufstelltafeln mit dem Tagesgericht toll und kommen rein. Okay, gewonnen. Aber bleiben wir mal im digitalen, im messbaren. Dann haben wir alleine nur als Beispielmetriken im Bereich der Online-Werbung, sowas wie Reichweite, sowas wie Cost per Mill, also Tausender Kontaktpreis, klassisch, sowas wie Views, wie oft werden meine Anzeigen gesehen, wie oft werden sie geklickt und wie viele Einstiege ergeben sich daraus auf der Webseite, Kosten pro Klick, Click-Conversion Rate zur Reservierung im Fall von meinem Online-Marketing, vielleicht sowas wie Newsletter-Anmeldungen, die ich als Conversion daraus generieren kann. Social Media, habe ich sowas wie, wie viel Follower und Fans habe ich, wie viel Interactions, wie ist meine Engagement Rate, wie viele Einstiege aus Social. Und ich zähle es jetzt nicht alles auf, aber wir sehen, wir haben hier unzählig viele Möglichkeiten, unzählig viele Zahlen. Wir können uns auf unzählig viele Zahlen gucken. Sind wir wieder hier? Sind wir wieder bei dem Katzenbild? Das ist doch irgendwie doch zu viel. Und wir sind immer noch, ne? Nicht vergessen, wir sind immer noch bei der einen KPI. Wir wollen immer noch nur mehr Gäste auswerten. So, wenn ich das jetzt mal wieder ein bisschen segmentiere, also zielbasiert segmentiere, sage ich, ich möchte jetzt nur neue Gäste erreichen. Ich gucke jetzt nur auf das Ziel, neue Gäste ins Restaurant zu bringen. Dann fallen vielleicht so der ein oder andere Marketingkanal so ein bisschen nach in der Priorität nach unten, weil keine Ahnung, Marketingautomatisierung vielleicht eher Bestandskunden anspricht, Bestandsgäste anspricht. Ich also eher sowas wie Social Media oder eher sowas wie klassische Online-Werbung, vielleicht ne, sehr Search Engine Advertising mache und sage, okay, Leute, die nach einem Bio-Restaurant suchen oder die nach einem guten Restaurant suchen, die möchte ich jetzt abgreifen mit tollen Anzeigen und wenn die danach suchen, dann schalte ich halt bei Google Werbung. Dann kann ich mir auch da vielleicht sowas wie die Reichweite sparen, weil gerade bei performance-basierter Werbung, sowas wie Suchmaschinenwerbung, ist die Reichweite an sich jetzt gerade nicht so wichtig. Da geht es ja um die Effizienz, das heißt, möglichst viele, das Verhältnis eher von wie viele Leute haben die Werbung gesehen, also Views zu Klicks. Wichtig aber auch die Klicks zu den Einstiegen, die ich auf der Webseite messen kann. Was kostet mich der Klick und wie ist die Conversion Rate? Also da kann ich schon auf 2 oder 3 Zahlen runterbrechen, die mir Kontext liefern und die mir dann aber auch eine Vergleichbarkeit liefern, wenn ich sowas wie die Conversion Rate habe, zum Beispiel zu Social Media, zu Einstiegen aus Social Media, wie konvertieren die? Dann habe ich schon eine Vergleichbarkeit zwischen diesen Zahlen. Und wenn ich es ideal mache, kann ich dann auch die Kontextmetriken von eben, also durchschnittlichen Umsatz pro Gast, je nach Kanal, wenn ich das verbunden kriege in der Auswertung, dann kann ich sogar sagen, okay, was ist ein Einstieg aus Suchmaschinenwerbung und was ist ein Einstieg aus Social Media wert bei neuen Gästen.
oder bei den Buchungsportalen. Und da kann ich dann auch noch vielleicht vergleichen, was kostet mich so ein Buchungsportal, was kostet die Kosten pro Reservierung, solche Sachen. Umgekehrt will ich frühere Gäste erneut ansprechen, will ich also eine Reaktivierung machen, bin ich vielleicht eher im Bereich Social Media und Marketing, Automatisierung unterwegs, Social Media, deswegen, ich denke, Leute, die mir folgen, die waren vielleicht schon mal bei mir im Laden. Marketing, Automatisierung, ganz klar, Menschen, die mir die Erlaubnis gegeben haben, sie anzusprechen, digital, ist Permission Marketing natürlich total toll. Auch hier nehmen wir wieder die Conversion Rate zum Vergleich, zur Vergleichbarkeit. Und nehmen wieder die Kontextmetriken, die wir schon ganz erarbeitet haben. Also sowas wie Rendite, also Umsatzrendite, sowas wie durchschnittlicher Wert pro Gast pro Abend. Und dann habe ich da eine Vergleichbarkeit. Aber ihr seht, es sind schon nicht wenige Zahlen, die ich mache und auf die ich gucken muss, wenn ich nur eine KPI haben will, wenn ich nur einen Wert optimieren will, nämlich im Sinne von, ich steigere die Anzahl der Gäste pro Tag, pro Abend im Durchschnitt. Ich will sagen, eine KPI, ich habe es, glaube ich, heute oft genug betont, vielleicht zwei, vielleicht drei, aber wenn man mit einer anfangen kann, lohnt es sich. Was wäre, wenn, hypothetisch, mehr Gäste, wir haben es geschafft, wir haben 17% durchschnittlich die Anzahl der Gäste gesteigert. Was hat denn das für Auswirkungen auf unsere Kontext-KPIs? Das heißt, okay, cool. Wo waren wir denn erfolgreich? Was haben wir denn geschafft? Wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben den durchschnittlichen Umsatz pro Gast nicht verändert. Trotzdem konnten wir die Umsatzrendite signifikant steigern. Vor allen Dingen konnten wir sie im Abendgeschäft steigern. Wir haben sie ein bisschen im Mittagsgeschäft gesteigert, von minus 1,1 auf minus 0,6%. Wir haben sie vor allen Dingen im Abendgeschäft gesteigert. Weil die Fixkosten gleich geblieben sind, bei mehr Gästen, mehr Umsatz, steigert sich auch irgendwann die Umsatzrendite, weil der Fixkosten einfach auch sind. Hier sind übrigens fiktive Werbungskosten genauso, also realistische, aber fiktive Werbungskosten mit eingerechnet und wir haben es trotzdem geschafft, die Umsatzrendite zu steigern. Und die Werbekosten sind auch runtergebrochen auf Mittagstisch und Abendservice. Wenn wir die Auslastung gesteigert, mittags kriegst du fast keinen Tisch mehr und auch abends ist echt gut. Und der Fixkostenanteil wurde gesenkt, was auch irgendwie gut ist. Insofern, hey, können wir uns auf die Schulter klopfen. Und zwar nicht nur, weil wir die KPI gesteigert haben, sondern weil wir die KPI wirtschaftlich sinnvoll gesteigert haben. Die Kontextvariablen sagen, okay, wir haben jetzt mehr Gäste, aber wir verdienen den Gästen auch mehr Geld. Und das ist eigentlich ganz schön so. Jetzt zum allerletzten Mal, ich verspreche es, die Highlander KPI. Es kann nur eine geben, oder der Nerd in mir wollte unbedingt einmal Herr der Ringe zitieren. One KPI to rule them all, one KPI to find them, one to bring them all and in success to bind them. Was ich damit sagen will, ist, es macht Sinn, wenn man es ernsthaft betreibt, es macht wirklich Sinn, sich lieber 3, 4, 5 Stunden mehr den Kopf zu zerbrechen, welche eine KPI für mich die wichtige ist, als am Ende zu viele zu haben und dann im Zahlendschungel unterzugehen. Deswegen, unser Beispiel hier im Restaurant ist tatsächlich die Anzahl der Gäste, ist eine erfolgreiche KPI, basiert mit den Kontextvariablen, segmentiert nach Mittagstisch und dem Abendservice hilft es uns, das Business und vor allem unser Marketing zu steuern. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war interessant. Ich hoffe, ich habe nicht zu oft gesagt. Ich neige da ein bisschen dazu. Meine Kontaktdaten seht ihr auf dem Screen und ich freue mich jetzt auf eure Fragen, Anmerkungen, Wünsche. Jetzt dann auch live. Genau, jetzt haben wir das Video zu Ende und das Sven ist jetzt live dabei. Also können wir hier die Präsentation mal auf Stopp machen und dann sehen wir ihn nochmal live. Genau. Genau, mit anderem Hintergrund. Ich sitze im Konferenzraum von meinem Hauptarbeitgeber. Insofern habt mir da den gesichert und freue mich auf eure Fragen, wenn ihr Fragen habt. Genau. Super, gerne, ja. Also der Dirk hat vorher schon mal geschrieben, ja, sehr gut, eigentlich klar, aber oft mal vergessen. Ich glaube, vielleicht Dirk, kannst du es nochmal sagen, aber ich glaube, es ging da hier auch um das Thema Fragen, Fragen, Fragen. Sonst kannst du ja gerne auch nochmal schreiben. Ich glaube, es ging auch um diese Warum-Fragen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, das in dem Moment war.
Genau. Und er hat auch geschrieben, jedes Warum bietet einen alternativen Ansatz. Genau, ja. Genau, jetzt schauen wir mal. Genau, also Dirk, wenn ich, also ich kann mal gucken, ob ich dich richtig verstehe, sonst grätsch rein. Natürlich könntest du aus jedem Why irgendwie eine, oder aus jeder Stufe, jeder Iteration des Warums wahrscheinlich eine KPI machen. Ich tendiere dazu, dreimal bis fünfmal zu fragen, weil du dann irgendwo so an so eine Kern-KPI am Ende rankommst, eher oder an so ein Kernziel des Unternehmers und des Unternehmens rankommst, aus dem man dann eben ein bis drei KPIs so ein bisschen rausschneiden kann oder um es mal in einem anderen System zu sagen, du kommst so ein bisschen ans Objective ran, dem du dann irgendwie drei Key Results oder fünf zuordnen kannst, ne, um irgendwie in diesem OKR-Sprech zu machen, das ja viele gern benutzen. Am Ende meiner Erfahrung nach ist es halt wichtig, dass es Zahlen sind, die dem Unternehmer helfen zu steuern oder der Unternehmerin. Und dann hast du eigentlich gewonnen, beziehungsweise die Person hat gewonnen. Und dann kannst du eben gucken, okay, klein anfangen, einen Kanal, zwei Kanäle bedienen, die dahingehend optimieren, dass die Kern-KPI sich positiv entwickelt. Und danach kannst du dann eben auch Kanäle untereinander vergleichen. So, ich hoffe, ich habe dich richtig verstanden. Das hat gerade nochmal im Chat nachgeschrieben, hat gesagt, nee, ich wollte in die Beratung, aber macht ja nichts, das war ja trotzdem sinnvoll. Total. Nee, ich meine, in der Beratung gibt das die Chance, auch gegebenenfalls mal falsche Annahmen des Kunden zu identifizieren und alternative Lösungen zu bieten. Genau. Total. Klar, völlig recht. Also frag nicht, das ist mir, ne, im Hauptjob in der großen Agentur wie auch als Freiberufler mehr als einmal passiert, dass Unternehmer oder Unternehmerinnen bestimmte Annahmen haben, da gebe ich dir völlig recht. Und wenn man ein paar Mal nachfragt, identifiziert man dann so Dinge, die nicht passen. Das sollte auch so ein bisschen mit diesem Conversion Rate Optimierungsbeispiel, das ich vorhin im Talk hatte, gebracht werden, weil wie oft haben mich Leute gefragt, hey, können wir bei unserem Online-Shop die Conversion Rate steigern? Und ich sage immer, ja klar, das ist nicht das Problem, aber du willst am Ende mehr Umsatz. Oder ehrlicherweise mehr Gewinn, weil auch mehr Umsatz, wenn es dir die Marge killt, auch nicht unbedingt gut ist. Sondern, und das sind die Annahmen. Man hört halt immer gerne in Blogs oder in irgendwelchen Talks oder auf YouTube bestimmte KPIs. Das sind dann immer so die man halt so durch, ja, das ist die Sau, die man durchs Dorf treibt, um es mal platt zu sagen, als ehemaliger Franke. Und das sind dann die Annahmen, ja. Vielleicht eine Frage von mir, soweit ich dich verstanden habe, setzt du, also mir war schon klar, du hast jetzt als Zahlen ein fiktives Restaurant genommen, aber soweit ich verstanden habe, setzt du das auch bei einem echten Restaurant ein? Oder auch mal generell, vielleicht hast du eventuell einen Tipp, welche KPIs man speziell mit Mautic vielleicht ganz gut erfassen kann? Und vielleicht hast du auch einen Tipp für einen KPI, an dem man, der vielleicht auch nützlich ist, aber an dem man vielleicht nicht so oft denkt, also einfach. Vielleicht fällt da zufällig irgendwas ein, wo du sagst, das kann man einbinden und manche sehen das mehr so als Abfallswert, aber wenn man ein bisschen um die Ecke denkt, ist vielleicht nützlich in sowas in die Richtung. Da gibt's da was. Ich mag tatsächlich, wenn man es identifiziert kriegt, unglaublich gerne. Und ich habe die Befürchtung, dass das künftig viel schlechter identifizierbar wird. Entschuldigung, komme ich gleich drauf, warum. Aber ich mag es, wenn man Weiterleitungsquote findet. Also wie viele Menschen leiten meinem Anführungszeichen Newsletter oder welche Kommunikation ich auch immer habe, weiter an andere Menschen, die sich dann potenziell für diesen Newsletter oder für meine Kommunikation wieder anmelden. Weil das ist eine sehr, sehr oft eine sehr, sehr kleine Quote, aber natürlich der Mensch, der das tut, der meine Botschaft weiterverbreitet, ist für mich erstmal super wertvoll. Das ist also, wenn ich die Person identifizieren kann, ist das ein wertvolles Segment. Und umgekehrt, die Person, denen das weitergeleitet wird und die potenziell dann, jetzt bleiben wir im Beispiel Restaurant, zu Gästen werden oder im Onlineshop zu Käufern werden oder im Service zu Abonnenten oder was auch immer werden, sind ganz oft auch die, die lange bleiben. Also meiner Erfahrung nach ist Empfehlungsmarketing sozusagen, ist wirklich die Cash Cow insofern, dass sie zwar klein ist, aber sehr wertvolle Kunden schafft und mir beweist, welche meiner Kunden sind schon, wie es im Neudeutsch heißt, Evangelists. Deswegen mag ich das unheimlich gern, wenn man es identifizieren kann.
Und gegebenenfalls kann man da gute Wege finden, über entsprechende Funktionalitäten auf der Webseite, über einen Button, über was auch immer. Nachteil künftig könnte sein, mit den Änderungen von Safari und dem Killen von IDs. Damit sind ja nicht die klassischen UTM-Parameter gemeint von Apple, so bisher zumindest, sondern die wirklichen MC-IDs oder die Google-Click-IDs und potenziell auch unsere Unique-Mautic-IDs könnten betroffen sein, müsste man mal testen. Das würde solche Weiterleitungslogiken weniger nachvollziehbar machen. Mhm. Da müsste man dann eher über Formulare arbeiten, hier trag von jemand anderem die E-Mail-Adresse ein oder so. Mhm. Da ist es dann aber wieder ein Datenschutzthema potenziell, da muss man gucken. Aber ja, das ist für mich Weiterleitungsrate von Botschaft oder Kundenwerben, Kundenrate könnte man es nennen. Das ist so ein bisschen das, was ich in der Marketing-Automatisierung so als versteckte Hidden Champion KPI sehe. Ich denke auch allein, weil du das Beispiel mit dem Newsletter mal genannt hast, ich meine, wenn man jetzt ein Newsletter, also man bekommt ja tausende Newsletter gefühlt und die meisten werden in einer Sekunde entfernt mit der kleinen Taste zum Entfernen. Und wenn man mal ein Newsletter hat und denkt, ja, ganz nützlich, aber wenn man mal wirklich sagt, das ist echt wirklich guter Inhalt, den leite ich jetzt jemand weiter. Und ich denke, da stimme ich da völlig zu Recht, wenn man das in irgendeiner Art als Newsletter-Versender auch irgendwie messen kann, weil das ist ja der Beweis, dass du jetzt auch selber völlig technikunabhängig hast, du jetzt einen Inhalt produziert, den jemand so gut findet, dass man den weiterleitet. Weil, also ich sage jetzt, ich möchte von keinem Freund oder Geschäftspartner irgendeinen Käse weitergeleitet bekommen. Wenn der aber sagt, das ist echt gut, das leite ich jetzt weiter, das ist ja wie so ein Siegel, da haben wir auch textlich und inhaltlich was mitgemacht, völlig unabhängig von der Technik. Also das stimmt mir da völlig zu, ja. Genau. Der Dirk hat gerade noch geschrieben, passend zu Themen, Weiterleitung geht aktuell leider eher nur mit extra Plugin. Also vielleicht, Dirk, wenn du da vielleicht gerade zufälligen Plugin-Empfehlungen hast oder irgendwas, was uns passend zum Thema KPIs ist, gerne her damit. Oben sehe ich jetzt noch was. Schauen wir mal. Naja, da hat Dirk noch mal direkt eine Frage gestellt. Blende ich die mal noch ein. In welchen Tools berechnest du die KPI automatisch? Fragt er. It depends. Die typische Antwort eines eigentlichen Data Analyst oder Web Analyst. Ganz ehrlich, es hängt ein bisschen vom Projekt ab. Ich habe Metabase benutzt, ich habe irgendwie Google Data Studio benutzt, Looker Studio benutzt. Jetzt heißt es ja Looker Studio, früher hieß es Google Data Studio, mag ich nicht ganz so gerne, bin da kein totaler Fan von, aber es ist halt ein kostenfreies Werkzeug, baue ich auch mit Dashboards. Hat den Vorteil, dass man, wenn man an die SQL-Datenbank von seinem Mautic rankommt, da halt auch direkte Queries bauen kann und direkte kalkulierte Metriken bauen kann. Schwieriger wird es teilweise bei anderen KPIs, wenn man, bleiben wir beim Online-Shop, ich kann zwar potenziell im Web Analytics dann messen, was ist mein Conversion-Umsatz und was ist meine Conversion, dann sehe ich aber irgendwie nur 50%, 60%, 70% der Leute, weil der Rest mir keinen Consent gibt. Also ich sehe nicht die echten Conversions, brauche also in irgendeiner Art und Weise eigentlich die Anbindung ans Shop-System und muss das dann miteinander verknüpfen. Habe ich auch schon gebaut, lässt sich machen, lässt sich auch mit den entsprechenden Tools bauen, also sei es eben Metabase als Open Source Tool oder wenn man die Google-Welt will, dann eben auch das Google Data Studio. Entschuldigung, hier quietscht gerade irgendwo ein Rollo. Es ist vorbei, ich hoffe, es war nicht so schlimm, sorry. Und ich habe sowas aber auch schon mit Power BI gebaut. Ich habe sowas schon mal grob mit Tableau gebaut. Es ist richtig geile Tool für alle Anwendungsfälle. Gibt's glaube ich nicht. Bisschen case-abhängig. Und auch ein bisschen Budget und Größe und Komplexität des Setups abhängig. Ich denke auch, es ist ja auch immer die Frage, wer macht was. Ich meine, wenn jetzt, ich sag's jetzt mal, Techniker wie wir, die nutzen das mit Datenbank und sonst was, aber stellen wir jetzt mal den Restaurantbesitzer vor, der schon froh ist, dass er Webseite und Flyer hat, wenn du dem mit sowas kommst, aber manchmal ist ja selbst sowas, hört sich jetzt ein bisschen trivial an, nehmen das ein Excel oder Open Office, eine Tabelle, einfach mal bestimmte Werte untereinander zu schreiben, wie du sagst, durchschnittlich Umsatz pro Gast, einfach diese Berechnungen zu machen und dann einfach mal sagen, ich habe hier ein Feld, das ist von mir aus gelb hinterlegt und da könnte ich jetzt auch mal statt Zahl X was anderes eingeben und eine Excel-Tabelle rechnet es dann einer Sekunde durch. Für uns hört sich das super trivial an,
Aber also ich merke das auch immer regelmäßig bei Kunden, die sagen dann, bauen wir sowas zusammen und dann, oh, das geht ja dann rechnerisch gar nicht. Genau. Und das ist gut, dass wir es uns vorher ausgerechnet haben, also bevor wir irgendwie was wild zusammenbauen, ob Mautic Webseite ist und sagt, naja, dafür müssen wir uns einen anderen Ansatz suchen. Also das passt ja so ein bisschen zu dem, was, soweit ich verstanden habe, Dirk vorher auch gemeint hat, mit schlauen Fragen am Anfang vielleicht mal stellen, um potenzielle Sackgassen zu vermeiden. Ja. Und am Ende ist es auch eine Kosten-Nutzen-Aufwand-Frage. Also ich hab ein kleines Restaurant als Kunde, da haben wir tatsächlich ein Google Data Studio Dashboard gebaut für die Standardsachen wie Suchmaschinenmarketing, Visits auf der Webseite, so den Kram, also einfach einmal Standard. Und am Ende haben wir auch noch ein bisschen, wie gut steht die Seite SEO-technisch da. Und ich hätte jetzt theoretisch irgendeinen Connector bauen können, der das SEO-Tool anspricht und jede Woche die Daten zieht. Ganz ehrlich, ich kriege da jede Woche eine Mail und trag 5 Zahlen pro Woche innerhalb von einer Minute mal kurz in eine Google-Tabelle ein und das Dashboard zieht sich die Zahlen automatisiert. Das ist ein Aufwand von tatsächlich einer Minute. Das ist für mich ein Service, das stelle ich auch nicht in Rechnung. Ich hab eh ein monatliches Budget, da läuft das mit. Dafür baue ich nichts. Also sorry, ich bräuchte 2, 3 Tage Aufwand. Das rechnet sich in 3 Jahren für 2 Minuten schneller. Zahlen, ja. Copy-Paste, ja, genau. Da gibt es einen passenden XKCD dazu, ab wann lohnt sich Automatisierung. Ich habe ihn jetzt gerade nicht im Kopf, aber den kann man mal googeln. Den finde ich immer wieder super dafür. Mhm. Ja. Dirk hat noch kurz geschrieben, klingt nach einem Top-Ansatz, Top-Ergänzung zum Mautic Low-Code-Ansatz, heute 19 Uhr im Stream, also ich glaube von ihm im Vortrag, also wer das Thema interessant findet, auf jeden Fall dann 19 Uhr die Glotze oder was auch immer man an unsinnigen Sachen machen kann, auslassen und hier auf der Mauticon bleiben. Genau. Er sagt auch noch, der kann ja auch noch einblenden. Moment, wo haben wir es hier? Da ist CRM dann mit drin und Dashboard sollte in Kürze wohl auch im Tape drin sein. Genau. Cool. Habe ich leider, Dirk, noch nicht gesehen, dein Vortrag, weil ich da auch in irgendeinem anderen Vortrag sein durfte, musste oder. Aber es gibt ja zum Glück die Aufzeichnung, wo man sich die ganzen Sachen dann nochmal angucken kann. Ja. Genau. Ja, ich habe gerade noch den XKCD kurz reingepackt, für die, ja, die es interessiert. Machen wir mal hier noch, genau, wenn es die Funktion hier schon gibt. Also xkcd.com 12 irgendwas. 1205, ja, also typischer einer der Nerd-Internet-Comics halt, ne? Also, genau, hier jetzt, genau, ja. Ist es meine Zeit wert, genau. Kann man sich dann mal angucken. Ja, finde ich gut, weil es oft so, es gibt ja manchmal so Automatisierungsfanatiker, wo alles, was man macht, ja, das ist ja blöd, kann man das halt automatisieren, wo man dann auch sagen muss, ja, kann man schon, aber wie du genau gesagt hast, Stunden, Tage erstmal investieren und dann wie viel Zeit zu sparen und das, ja. Ja, und dann muss man diese Lösungen noch warten, die sind ja auch bis zum gewissen Grad fehleranfällig. Und ganz oft gibt es glücklicherweise heute gute No-Code- oder Low-Code-Lösungen, ne, Dirk? Ich freue mich nachher tatsächlich auf den, also entweder heute oder, ich glaube, das sitze ich gerade im Auto leider, aber vielleicht höre ich einfach nur zu. Und da kann man ja auch schon viel mit wenig Aufwand automatisieren. Da gehen auch bestimmte Dinge und das finde ich auch einen coolen Ansatz. Ja, klar, ich schreibe auch gern Code und ich programmiere auch gern, aber ganz ehrlich, bevor ich einem Kunden eine Code-Lösung anbiete, gucke ich immer, ob es einen No-Code gibt, weil die ehrlicherweise fast immer Kunden, gerade bei, ne, bei kleinen Projekten, immer kundenfreundlicher ist. Klar, ab einer gewissen Größe und beim irgendwie Mittelständler oder beim DAX-Konzern brauchen wir nicht drüber reden, aber für alles, was so kleinere Sachen sind. Ja. Aufwand-Nutzen-Verhältnis muss schon passen, sonst ist ja genau unsinnig. Ja, gut. Ja, cool. Sonst noch irgendwie, cool. Schaue ich mal, ob ich irgendwie Fragen sehe. Nee. Dann. Aber ich sehe es, ist 16:49 Uhr. Jetzt geht es gleich in der nächsten Runde weiter. Gibt es ja ein Mautic, wie nennt sie es, Podium-Gruppen-Panel mit ein paar deutschen Mautic-Leuten. Also wenn ihr Lust habt, hier weiter deutsche Inhalte zu bekommen, dann bleibt einfach dran oder beziehungsweise man muss halt natürlich in den passenden Raum reingehen. Und dann danke ich dir, Sven, fand ich interessant. Ich werde mir auf jeden Fall auch jetzt gleich nachher nochmal die XKCD mir anschauen. Kleine Warnung, man kann da sehr schnell sehr viel Zeit in diese Comics verwenden. Ja.
Man muss sich immer, ich muss, ich, als Techniker muss ich immer sagen, nein, Finger weg, Matthias, nicht wieder ein neues Fass aufmachen, das ist jetzt nicht so wichtig. Das kenne ich. Ja, super. Dann Danke für danke. alle, die da waren. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat geholfen. Und dann sehen wir uns hoffentlich vielleicht gleich in der Podiumsdiskussion. Genau. Jo. Genau. Bis Bis gleich. dahin. Tschüss. Ciao, ciao.